London im Sommer 2019. Eine turbulente Zeit für die Stadt. Ob sie noch turbulenter wird, weiß niemand. Aber bald wissen wir alle mehr. Noch knapp 3 Monate bis zu einem möglichen No-Deal-Brexit. Oder vielleicht auch nicht. Der Premierminister könnte ein Misstrauensvotum verlieren und so Neuwahlen auslösen. Womöglich findet auch ein weiteres Referendum statt. Oder Großbritannien entscheidet sich sogar, Artikel 50 zurückzuziehen und den Brexit zu kippen. Kurz gesagt, es gibt eine Menge Unsicherheiten. Und was fürchten Unternehmen am meisten? Genau, Ungewissheit. Deshalb werden Vermögenswerte im Wert von 800 Milliarden Pfund aus dem Vereinigten Königreich in die EU verlagert. Das sind rund 861 Milliarden Euro. Eine wachsende Zahl von Unternehmen hat bereits angekündigt, dass sie nach dem Brexit ihre Firmenzentrale, Teile ihres Betriebes, Vermögenswerte oder Arbeitsplätze verlagern wollen. Viele Unternehmen stecken schon mittendrin. Aber eben nicht alle. Will Sorby ist der britische Geschäftsführer von N26, einer digitalen Bank. Seine Firma stürmt nach London zu einer Zeit, in der andere sich zurückziehen. Ich will wissen, warum. Aber zuerst hatte ich eine andere brennende Frage. Haben Ihre Freunde Angst, dass Sie in Ihre Konten gucken? Tatsächlich habe ich die Frage schon öfter gehört. Es gibt natürlich viele Sicherheitsmaßnahmen und es wäre höchst unangebracht, wenn ich das tun würde. Also nein, das mache ich nicht. Sie sind seit November letzten Jahres auf dem britischen Markt. Warum kommen Sie, wenn so viele andere gehen? Wir haben hier im November 2018 begonnen, aber es bedurfte über ein Jahr Planung, um in einen so großen und wettbewerbsfähigen Markt einzusteigen. Während des gesamten Zeitraums kannten wir das Ergebnis des Referendums und trotzdem wollten wir hierher kommen. Wie auch immer der Brexit ausgehen mag, hier gibt es 60 Millionen Einwohner. Großbritannien ist für uns wirklich einer der attraktivsten Märkte der Welt. Was veranlasste N26 dazu, sich in dieser Situation dafür zu entscheiden und nicht erst, wenn alle Fragen geklärt sind? Was wir als Unternehmen nicht wollten, ist 1, 2, 3, 4 Jahre zu warten und unsere Pläne von einer Politik diktieren zu lassen, die völlig außerhalb unserer Kontrolle liegt. Anstatt auf eine unsichere Frist zu warten, sollten wir flexibel sein und das tun, was möglich ist. Und genau das haben wir getan. Unternehmen sind in einer schwierigen Lage. Die fehlende Gewissheit schadet möglichen Investitionen in das Land. Aber auch das Aussteigen aus einem der wichtigsten Märkte der Welt erscheint unvernünftig. Michael Hewson, Chefanalyst von CMC Markets, hat die Auswirkungen des Brexit aufmerksam verfolgt. Unternehmen müssen einen pragmatischen Ansatz verfolgen und sie müssen für das mit der größten Wahrscheinlichkeit eintretende Ergebnis und nicht für das tatsächliche Ergebnis planen. Unternehmen können nicht aufhören zu wachsen, können nicht aufhören, innovativ zu sein. Sie müssen in der Lage bleiben, ihr Geschäftsmodell voranzutreiben. Die derzeitige Sackgasse hilft da natürlich nicht weiter. Sie dürfen nicht aufhören, neue Produkte zu entwickeln. Sie dürfen nicht aufhören, für neue Märkte zu planen. Was wäre Ihrer Meinung nach die beste Regierungszusammensetzung für Großbritannien? Nicht die aktuelle, das ist sicher. Wir wollen eine Form der Regierung, die tatsächlich regieren kann. Wichtige Entscheidungen werden nicht getroffen. Neben dem Brexit gibt es keinen Platz für etwas anderes, politisch Sinnvolles. Ich glaube, dass es bis Ende des Jahres Neuwahlen geben wird. Die Hoffnung ist, dass die Wahlen eine geschäftsfreundliche neue Regierung hervorbringen werden. Wie diese Regierung aussieht, das weiß ich nicht. London im Sommer 2019. Soweit ich das beobachten konnte, laufen die Geschäfte halbwegs normal. Aber wie lange noch, kann ich nicht sagen. Unternehmen, die auf Großbritannien setzen, müssen auf das Beste hoffen und auf das Schlimmste vorbereitet sein. Vielleicht der einzige vernünftige Weg, um durch eine Zeit zu kommen, die irre zu sein scheint.